In diesem Video geht es um die innere Königin, um das Erwachen deiner Königin und um das Stärken deiner Intuition, deiner Kreativität. Ich habe mal so ein bisschen ins Feld hineingespürt und da habe ich genau gefühlt, es braucht jetzt eine große Unterstützung, die von innen kommt, die vom Herzen kommt. Und deswegen werde ich euch Lady Face channeln. Sie wird uns ganz viel Liebe geben, ganz viel Kreativität und Hingabe und das Erwachen der inneren Göttin wird sich dann leichter ermöglichen. Bleib unbedingt bis zum Ende dran, damit du jede Energie mitbekommst und dann auch zum Strahlen kommst. Bevor wir mit dem Channeling beginnen, möchte ich euch noch darauf aufmerksam machen, dass ich unter dem Video wichtige Links eingefügt habe für kostenlose Angebote von Smarana. Schaut es einfach mal an und vielleicht interessiert dich ja was davon. Dann haben wir ja auf Telegram sehr viel geschrieben und ich habe so auch da den Wunsch verspürt nach der weiblichen Kraft, dass die also da unbedingt eine Stärkung benötigt, weil wir ja doch ziemlich gebeutelt sind in der aktuellen Zeit und von daher ist dann auch Lady Face zu mir gekommen und ich freue mich so sehr, euch heute mitnehmen zu dürfen. Und zwar werde ich zuerst Lady Face channeln und danach werden wir zusammen einen Ausflug nach Lemuria machen und dort wirst du deine weibliche und männliche Seite stärken. Du wirst in deinen Urzustand zurückkommen und die ganze Kraft in das jetzige Leben holen. Und es wird intensiv und schön werden. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude jetzt dabei. Ich werde auch gar nicht lange darüber reden, und weil ich denke, es ist wichtig, dass ihr das Channeling gleich hört. Ich sprühe mich ein mit der 999 und mit dem Aura-Schutzspray. Und dann können wir beginnen. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Lass dich einfach von den Energien tragen. Geliebte Herzensmenschen, ich darf euch voller Liebe begrüßen zu dieser Botschaft, zu diesen beiden Channelings. Und damit du die Energien besonders gut empfangen kannst, atme jetzt das Licht der Liebe ein und lass dieses Licht der Liebe ganz tief in dein Herz hineinfließen und spüre, wie dein Herz sich dabei ausdehnt und du mit jedem Atemzug tiefer in deine Mitte kommst, wie sich dein Körper mit jedem Atemzug entspannt. Und wie du bald voller Gelassenheit und Freude bereit bist, die Botschaften zu empfangen. Und so rufe ich jetzt Lady Face. Mit den Worten der Liebe und mit dem Segen der geistigen Welt trete ich, Lady Face, vor dich hin. Ich komme aus der Dimension der Liebe und bringe die Kraft der Weiblichkeit zu dir. Weiß ich doch, dass viele von euch nach mehr Gefühl, nach mehr Mitgefühl und Umarmungen sich sehnen. Und gerade diese Energie ist es, die ich euch heute überbringe, die ich euch voller Freude überreichen darf. Und so sei bereit, deine innere Königin heute zu treffen. Sei bereit, dieses strahlende Licht, diese wundervolle Liebe zu spüren und dich mit ihr zu verbinden. Und so atme in einem Rhythmus, der dir gut tut, und spüre, wie die Liebe in deinem Herzen fühlbar wird und wie auch
dein emotionaler Trichter jetzt von mir gereinigt wird. Und so entferne ich alles, was dich traurig macht, was dich klein macht, alles, was dir zu schaffen macht und vielleicht auch sind Glaubenssätze dabei, die dich festhalten lassen an Dingen, die schon lange nicht mehr so wichtig sind, wie sie es einmal waren. Und so versuche mit jedem Atemzug ein wenig mehr loszulassen und spüre auch die Befreiung, die ich dir bringe mit meiner tiefen Liebe. Und so reinige ich dich durch all deine Körper, durch all deine Energien voller Liebe und Hingabe, denn ich weiß, wie wichtig es ist, in Reinheit deiner inneren Königin entgegenzutreten. Und so nimm jetzt einen tiefen Atemzug und sei bereit, denn ich werde dich auf eine Wiese führen. Und eigentlich ist es ja deine Seelenwiese, denn deine Seele ist hier zu Hause. Und so gehe heute zusammen mit deiner Seele auf diese Wiese. Spüre den sanften Windhauch und die Wärme der Sonne, wie sie sanft deine Haut berührt. Es ist Zeit, das Erwachen in deinem Körper zu fühlen. Und je länger du gehst, umso mehr spürst du, dass du hier zu Hause bist und dass dich etwas Großartiges erreichen wird. Und wenn du dann nach vorne blickst, kannst du erkennen, dass eine Energie, ein lichtvolles Wesen auf dich zukommt. Und so gehe ruhig weiter und du spürst auch, wie du automatisch ein bisschen schneller wirst, denn diese Sehnsucht, die du immer schon hattest, kommt jetzt hoch und du möchtest gerne dieses Licht umarmen, was auf dich zukommt. Denn du weißt auf einmal ganz sicher, dass dieses Licht deine innere Königin ist und jetzt direkt vor dir steht. Und du spürst diese intensive Energie und du spürst auch die Umarmung, die jetzt gerade geschieht, wenn sie ihre Arme um dich legt. Und so nimm dir jetzt ein wenig Zeit, um zu genießen, was gerade geschieht und um zu fühlen, wenn deine innere Königin jetzt erwacht, mit dir verschmilzt und dir Kraft gibt. Dir Vertrauen gibt, deinem Herzen zu folgen, dir Bestätigung bringt, das zu tun, was du fühlst und welche dich jetzt am Herzen berührt, um deine Selbstliebe zu stärken. Und so spürst du auf einmal, wie dich eine riesig große, starke Energie umgibt, die Energie der Liebe. Und wenn es dir möglich ist, nimm einen tiefen Atemzug und lasse zu, dass diese Verschmelzung jetzt in diesem Moment stattfinden darf.
und in diesem Moment erwacht deine Intuition zu neuem Leben, zu neuer Kraft. Deine Kreativität bekommt Energie und deine Träume zeigen sich, um dir zu sagen, dass jeder Wunsch, den du hast, mit deiner Schöpferkraft wahr werden könnte. Und vielleicht spürst du jetzt dieses große Gefühl der Freude, was sich in deinem Herzen bildet. Und du beginnst zusammen mit deiner inneren Königin auf dieser Wiese zu tanzen. Du tanzt glücklich in Leichtigkeit wie noch nie zuvor. Die Schmetterlinge sind bei dir, die Vögel zwitschern. Es ist Leichtigkeit, Glückseligkeit, die dich jetzt umarmt. Und du weißt genau, du fühlst genau, wie es ist, so eng verbunden zu sein. Und du weißt ganz, ganz genau, dass du diese Verbindung nie mehr loslassen möchtest. Und so liegst du sanft in der Umarmung deiner inneren Königin, bis sich die Verschmelzung vollzogen hat, die jetzt geschieht. Lass dir einfach Zeit und genieße diese Energien. Sie tragen die höchste Liebe, die Liebe des Alleinen, der auf dich schaut und bei dir ist. Und nun, da du bereit bist, ist es Zeit für die Reise nach Lemuria. Bleibe einfach in dieser Energie und höre die Worte der nächsten Botschaft, denn du wirst in deine Urkraft hineinkommen. Und die männliche Seite wird ebenfalls gestärkt, sodass du ausgeglichen und in deiner Mitte bist, nachdem du diese Botschaft auch noch gehört hast. Lady Faith bleibt bei dir, um das Licht und die Energie zu halten, währenddessen du jetzt beginnst, die andere Botschaft anzuhören. Geliebte Herzensmenschen, ich darf euch mit tiefer Liebe und Achtsamkeit begrüßen und einladen zu einer energetischen Reise nach Lemurien. Und wenn du einen Impuls in deiner Seele fühlst, und gerne auf diese Reise mitkommen möchtest, darfst du deiner Seele ein Ja geben. Und mit diesem Ja wird deine Seele
ihre Flügel ausbreiten und dich über die Linien der Zeit hinaustragen in das Zeitalter von Lemurien. Du kommst vorbei an den spitzen dunklen Bergen und du lässt dich von deiner Seele weitertragen an eine schöne Landschaft. Dort ist das Meer, ein Meer, was es nur in Lemurien gibt. Und du erkennst die wundervollen Farben. Farben, die du sonst nie siehst, die nur in Lemurien existieren. Und du bist ganz erstaunt über die Energie, die du jetzt intensiv fühlst. Denn auch dies gibt es nur hier. Und so gehst du ein wenig am Strand spazieren, die Füße im Sand. Das Licht von Lemurien leuchtet sanft auf deiner Haut. Die Temperatur ist angenehm und du fühlst dich so frei wie schon lange nicht mehr. Und du fühlst auch, dass dich irgendetwas anzieht. Du weißt im Moment nicht, was es ist. Aber du folgst diesem Gefühl und gehst jetzt ein wenig schneller durch den Sand. Kommst dann auf eine kleine Wiese hinter dem Strand und gehst entlang. Du gehst so lang, bis du zu einem besonderen Stein kommst. Dieser Stein erleuchtet und wenn du deine Hand darauf legst oder beide Hände, dann wird er sich öffnen. Und dieser Stein führt dich zu deinem Lichtabdruck. Und in deinem Lichtabdruck wirst du finden die Urkraft deines Geschlechts. Und so folge diesem Gefühl, diesem Licht, was sich dir zeigt. So lange bist du an einen besonderen Platz kommst, nämlich an den Platz, wo dein persönlicher Lichtabdruck hinterlegt wurde. Du siehst die Linien, das geometrische Muster, das dein ganz persönliches Muster ist. Und der Impuls wird so stark, dass du dich jetzt mitten hineinlegst in dieses Muster. Und so spürst du, wie sich die Urenergie deines Geschlechts, weiblich oder männlich, mit dir verbindet. Wie du die Urenergie aufnimmst, die reinste, kräftigste Energie deines persönlichen Lichtabdrucks wird sich jetzt mit dir verschmelzen. Spüre, wie die Energie dich durchfließt und bleibe jetzt ein wenig dort. Bleibe dort und spüre, wie deine Energie sich stärkt. Spüre die Kraft, die durch dich fließt und entspanne dich, denn hier ist alles für dich. Hier ist deine Energie und hier begann deine Inkarnation. Und so wirst du immer stärker aufgeladen mit dieser Urkraft. Du spürst, wie die Energie durch deine Zellen fließt
von Zelle zu Zelle, durch deinen ganzen Körper, durch die Meridiane, die Nerven, die Muskeln, dein Gewebe, durch die Faszien, durch die Organe, überall hin fließt die Urkraft der Weiblichkeit und der Männlichkeit. Fließt beides in dich hinein, um dich in deine Mitte zu bringen. Und spüre, wie dich die Energie so sehr trägt, dass du dich jetzt ausdehnst, dein Lichtkörper sich füllt mit dieser Urenergie. Und du in den unteren Chakren spürst, wie sie geheilt und gekräftigt werden. Es ist ein sehr großes Geschenk, was du dir selbst holst. Denn damals, als du hier deinen Lichtabdruck hinterlegt hast, hast du gewusst, dass du einstmals zurückkommen wirst, um dich zu stärken. Und so geschieht dies jetzt. Du fühlst dich vollkommen frei, kraftvoll und in deiner Mitte. Du trägst das Feuer der Liebe von Lemurien in dir. Du trägst das Leuchten des Lichtes von Lemurien, deiner Urkraft in dir. Und jetzt beginnt dein Körper zu leuchten. Deine Aura und deine Energiefelder leuchten, so wie noch nie vorher. Und so spürst du, wie schön und wie gut es war, hierher zu kommen. Erhebst dich langsam von deinem Platz und weißt, dass du jederzeit hierher zurückkommen kannst. Und dann gehst du wieder zum Ausgangspunkt aus dem Stein heraus. Der Stein schließt sein Tor und du gehst den Weg zurück. Kommst ans Meer, an den Strand und wenn du jetzt so schaust, dann spürst du, dass sich etwas verändert hat. Denn das Leuchten, das du vorhin so wundervoll fandest, es liegt jetzt in dir. Du leuchtest genauso wie Lemurien, so hell und stark. Und dann hebt dich deine Seele hinauf über die Linien der Zeit und bring dich sanft wieder zurück in dein Hier und Jetzt. Du kommst an und spürst deine neue Kraft. Und du weißt, dass dir Gutes geschah. Und dann kommst du ganz wieder hier an. Bewegst Hände und Füße, öffnest die Augen und bist wieder in deiner Dimension.